Nase jucken. Haben wir es dann? Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch genug Holz. Um Säulen runterziehen zu können. So, hier die ganzen Klöppels mal aufsammeln, die wir hier abgeerntet haben. So, da kann hier einer hin und dann kann hier wieder einer hin. Dann kann da wieder einer hin, dann kann da wieder einer hin. So, Quatsch, dann machen wir ganz kurz hier. So, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das reicht auch schon aus. Und dann kann nämlich hier mal ganz kurz wieder neues Zeug gemacht werden. Denn mir fehlen uns hier, mir fehlen hier ja die Zäune jetzt. Ne, so. Ne, so Özil. Das war so schlecht. Ich weiß irgendwie, was heute los ist. Verzeiht mir bitte, ich mache halt irgendwie nur Scheißwitze. So. Womit ich jetzt nicht zwingend sagen möchte, dass ich sonst bessere mache. So, hier noch. Da, dann kann der Spaß ja auch weg. Na komm. Hopp, hopp. So. Da muss ich aber noch einen Baum umklöppeln, sonst wird das nichts. So. Und dann können wir hier noch das denn? Wie habe ich jetzt gerade übelst Jumping gelegt? Sieht doch super aus. Ich find's gut. So. Dann holen wir uns noch ein bisschen Stein. Stein. Dann holen wir uns ein bisschen Sand. Naja, ich komplett mit Stein machen, das ist ja auch kein Ding. So, schauen wir mal, ob wir unten jetzt Fortschritte haben, nachdem wir hier schon eine Weile standen. Immer noch keine Fortschritte, es sind also echt zu wenig Kakteen, die spawnen wahrscheinlich so schnell, dass wir nicht hinterherkommen mit angucken. Darum jetzt hier. Achso, mal Treppenstufen. Klack. 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 So. Jetzt müssen wir den ganzen Koppel hier wegreißen. Ich werde auch gleich sehen, warum. So. Da hat man gerade gehört, dass einer abgedroppt ist.
Und da haben wir gerade gesehen, wie ich abgedroppt bin. So, klack, klack, klack. Super, und wenn ich jetzt hier lang laufe, sollte mir eigentlich nichts passieren. Genau. Super, dann kommen wir jetzt hier. Wieder Sand drauf. Jetzt kann man übrigens nicht mehr runterfallen, weil die Löcher sind ja zu jetzt. Dann kommt jetzt hier wieder eine Säule hin. Hier kommt der Kaktus drauf, jetzt sagen wir mal, das ist der Kaktus, das heißt, hier kommt das Glas hin, das heißt, so muss es sein. Na, so, weg damit. Ich habe heute einen Sprachfehler, das ist unglaublich. Hier mache ich jetzt natürlich nicht die Wand noch komplett fertig, sondern hier werden wir nur auch solche Dinger hier ziehen, solche Umrahmungen. Das, meine Freunde, ist ein stinknormaler Zombie. Nicht von Bedeutung. So, man hört auch ständig, dass es eigentlich abtropft, aber weiß nicht, entweder waren wir zwei weg, was ich was auch sein kann. Dann würde ich sogar den hier entfernen, die Riege. Und dann würde ich auch das hier entfernen. Das auch komplett verglasen, was einfach geiler aussieht, wenn es verglast ist. Da müssen wir jetzt mal zurückgehen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Eimer. Wir brauchen auf jeden Fall Glas und Kakteen. Einmal Glas und Kakteen. Abgedroppt ist ja ein bisschen hier was, da können wir mal. Die nur so langsam oder fließt der gar nicht? Doch, doch, der fließt hierher, genau. Klack. Er fließt einfach nur sehr langsam. So. so, wo waren wir? Wir wollten holen, Glas ohne Ende. Kann man Sandstein eigentlich wieder zu Sand verwandeln? Nee, okay. Wir wollten holen. Leiter wäre eine gute Idee. Ein bisschen Stein haben wir ja noch drinne. Und Kakteen brauchen wir noch. Und Eimer wollen wir noch, genau, Eimer wollten wir noch holen. So, guck mal, wer da gespawnt ist. Die Spinni ist da gespawnt, die Spinni! Dann machen wir nämlich jetzt hier mal Leitern dran. Dann machen wir hier mal Glas. Ich brauche eine Behutsamkeitsspitzhacke auf jeden Fall.
ich das Schlacht besser abbauen kann wieder. Ah, ich mache schon wieder denselben Fehler wie vorhin. Ich muss ja... Ich kann auch, dass ich hier freilassen muss. So, das geht. Das geht und das geht. Und dann muss ich hier... Weil, wir müssen auch hier freilassen, die vorderste Schlucht. Weil das Wasser aus den oberen Reihen muss ja trotzdem noch runterfließen können. Und wenn da natürlich Zeug ist, dann behindert das das Runterfließen. Genau, das können wir hier machen, dann können wir hier dicht machen und jetzt können wir wieder hier. In den einzelnen Reihen. Hier kann sowieso alles dicht gemacht werden. Sogar bis hierher. Und hier noch. So. Fail. Echt krasser Fail. Ach, Mist. Das ist ja zum Kotzen jetzt. Wir holen uns mal ganz kurz ein paar Level. Weil ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen das Glas noch ein höher setzen, weil der Wasserfluss kann ja gar nicht fließen. Ich Idiot. Da holen wir uns mal ganz kurz ein paar Level und dann geht das auch wieder. Und ich könnte es theoretisch sogar mal mit Level 18 schon probieren. Wir haben ja jetzt das, dass wir sehen, dass wir enchanten. Muss ja auch keine besondere Spitzhacke sein, können ja auch eine ganz normale sein. Wo ich schon gerne Diamant hätte. Haben wir denn noch Diamanten? Ich weiß es nicht. Na, ein paar sind es noch. Dann kann ich direkt mal den Wassereimer hier liegen lassen. So, dann enchanten wir direkt, tun wir direkt meine neue Spitzhacke machen. Holen uns den Wassereimer. Gehen wir hier runter. Und schauen wir, was wir da drauf kriegen. Level 11 Effizienz verbrauchen wir nicht. Ich würde gerne Behutsamkeit bekommen. Kann aber echt sein, dass es das noch nicht gibt auf dem Level. Nein! Bin so blöd. Effizienz 3. Da unter Level 5 brauchen wir noch nicht anfangen zu suchen. Glück 1 brauche ich auch nicht. Effizienz, Effizienzhaltbarkeit. Effizienzhaltbarkeit. Effizienz 2, Effizienzglück. Na komm schon, wenn es Glück gibt, dann muss es doch auch... Ja, guck dir mal diese Glückswerte hier mal an und kein Behutsamkeit.